Mantel. Was ist denn scheiß Mantel? Ah. 24. Januar. Marguerite ist schon wieder auf dem Kriegspfad. Wenn sie nur rumschreit, kann ich mir ihr... Was? Kann ich mit ihr klarkommen? Aha. Aber wenn sie ganz still wird, dann muss man aufpassen. Das hat relativ gut geklappt. Warum drei Schritte? Wenn sie an den Punkt gelangt ist, reicht das kleinste Wort aus, um sie auf die Palme zu bringen. Kann man nichts tun, außer abwarten. 28. Januar. Gott verdammte Zoe. Marguerite hat sie lediglich angeschrien und dann kommt Zoe und richtet ein Messer auf sie. Alles einfach unter die Kommode. Unter der Kommode hervorgezogen. Wer weiß, wo sie sonst noch versteckt. Aus dem Haus nachsehen, auf jeden Fall. Kommode. Hier drunter. Oder wie? Nee, hä? Nicht hier drunter? Echt zu doof dafür. Hallo? Da ist der Messer. Wieso versteckt man da ein scheiß Messer? Auf damit. So. Laterne. Ab dafür. Falsch. Das muss, glaube ich, hin, oder? Ja, okay, scheint doch nicht. Was dafür zu sein, und vielleicht das. Nein, ich würde das drehen so. Ah, muss man die vielleicht erstmal kombinieren? Wäre vielleicht auch mal eine Methode. Ja. Jetzt vielleicht. So. So. Und dann kommst du dann auch hier hin. Ich glaube nicht, dass es dafür gedacht ist, oder? Kann das sein? Haben wir noch was anderes? Nein, haben wir nicht. Passt auch gar nicht von der Größe hier. Ja, ich weiß, dass es nicht klappt. Hilfe. Nein, ich wollte es drehen. So. Google. Moi. Ah, stimmt. Da Gäbelchen. So. Passt doch. So, dann ist es auch mal. Ich nehme die Gabel natürlich mit.
Sind wir denn erstmal ein gutes Küchenutensil? Boah. Okay. Scheiße. Oh, Kacke. War das gewollt? Nein, war es nicht. Scheiße. Nein. So kurz vorm Ziel. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann kommen sie aus dem Raum. Was muss ich jetzt noch machen? Ah, wir sind wieder beim Löffel. Ich muss etwas unternehmen. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ist doch nicht dein Scheiß ernst. So. Du kommst dahin. Das Feuerzeug nehme ich da raus. Den Nenal mache ich gleich daran. Alter. Da ist man mal fast fertig, ne? Und dann kommt so eine Scheiße. Ich brauche noch den Detail. So. Eigentlich dürften 60 Sekunden genug sein, den Scheiß da reinzubekommen. So. Auf. Was war das für ein Lärm? Ach, nichts so. Das war nichts. Naja, 60 Sekunden. So. Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. So. Stellen wir schon mal auf 5 Uhr. Haben wir genug Zeit. Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Ach, nichts. Ich versuche bloß nur mal den ganzen Scheiß hier umzudekorieren. Ja. Warten auf Marguerite. So. Mein Rücken. Ja. Passiert, wenn man alt wird. Da muss jeder mal durch. Naja. Lecker, lecker. Ich habe brav gegessen in meinem ersten von drei Leben. Ist nicht einfach himmlisch. Ich hab's extra für dich gemacht. Scheiße, ich hätte auch da gleich hingehen können. War jemand hier drin? Nein. Oh, irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht mein Problem, du. Du hast an meiner Uhr herumgepfuscht. Du dreckiger kleiner Lügner. Welcher? Habe ich die Tür zur Uhr aufgelassen? Das kann nicht dein Ernst sein. Oder sollte ich die Uhr noch nicht umstellen? Scheiße. Mach mich nicht noch wütender! Das sieht schon mal anders aus. Ich glaube, die Tür zur Uhr war auf. Naja. Ich tue mich nicht auch noch wütender, Marguerite. Mit dem Löffel alles besser. Gott, Alter, es ist so unnötig lang schon wieder. Ja. Hallo? Muss ich den Scheiß jetzt lesen? Es geht okay. Zuerst mal brauchen wir die Laterne, ne? Kann ich das? Natürlich kann ich das jetzt erst lösen, Alter. Slange. Dann das Blättchen. Und dann ein Abel. Soll die Geschichte von Adam und Eva erzählen.
Habe ich so mitbekommen. So. Hier einmal Messer freischalten. Okay, dann kann ich das hier schon aufschließen. Ein Messer kann man benutzen, das ist ja schon mal gut. So. Den Brenner brauche ich noch. Den Brennstoff. Öfter mit der Tür. Ein Brennstoff. Jetzt versperrt mir die Scheißtür den Weg. Ja, mit dem Gemälde da. Und bada boom, bada bang. Nein, nein. Oh, ich werd hier noch verrückt. Allerdings sehe ich nicht. So, du brauchst das da. Zurück. Marguerite, du kannst erstmal nichts sagen, du. Lampe hängt da. Ich habe sonst nichts anderes gemacht, außer im anderen Raum. Irgendwas. Scheiß kannst du mir jetzt. Mir macht das keinen Spaß, verdammt! Das ist ganz witzig, wenn man weiß, was man machen muss. Aber es ist nicht witzig, wenn man das öfters machen muss. Wenn man kurz vor einer abgehalten wird. Hä? Hey, Moment mal. Ja, ich habe das Essen nicht angefasst. Ich habe die Kabel mitgenommen. Und den Brenner. Oh, nur meine Einbildung. Ja. Kabel und Brenner sind nicht mehr da. Warum bist du bloß so stur? Du isst besser oder ich stopfe es dir in den Rachen. Ja. Tschüss. Scheiß werde ich tun. Hätten wir nicht einen Korkenzieher, sondern irgendwie Schraubendreher, dann hätte ich gesagt, dass die Sache eine Schraube locker hat oder so. Weil nein, natürlich darf man das hier wieder nicht. Will man mal seine Sprüche reißen, da geht's nicht. Dann komm, ich nehme mal die Scheiße aus den Sachen raus, ne? Ich finde diese Verschlüsse immer noch irgendwie faszinierend. Meins. Gäbele. Stück. Ich hab was für dich. Komm doch. Komm. Wo soll man sich bitte schön verstecken? Hier unter geht nicht. Hier unter geht auch nicht. Margarete jetzt wieder raus? Oder geht sie nur wütend im Raum hoch und runter? Scheiße. Nee, ich will nicht raus. Oh. Längere Haare und ein Basecap.
Ein Armband? Ja, aber. Hey, yo. Guck, guck. Angriff! Nein, stich sie ab. Stich sie ab. Jawohl. Laterne. Nein, ich komm nicht mehr rein. Schlank also. Nee. Ach, komm schon. Nee. 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 Ah. Au! Boah! Hab ich zu lange gebraucht?